Die US-Arbeitsmarktdaten sind raus und der Markt ist weder implodiert noch explodiert. Wir sehen das hier, der Future auf den Dow Jones beispielsweise. Er hatte ja generell gesehen seit dem 1. Oktober, also sprich seit gestern Mittag, einen Rücksetzer. Das hat mir ungefähr schon so erahnt, sage ich jetzt mal. Zumindest mal wäre das das typische Bild gewesen. Und aktuell so die 15 Uhr, 14.30 Uhr, also das ist hier, da ist nicht wirklich was Auffälliges. Also insgesamt nur diese Bewegung, die wir hier haben. Bevor wir auf den aktuellen Chart gucken, können wir mal schnell schauen, wie sieht es denn aus mit den Daten, die wir rausbekommen haben. 14.30 Uhr, die Non-Farm Payrolls, schlechter als erwartet, deutlich schlechter als erwartet, oder auffällig zumindest mal. Wir sehen da 641.000 Uhr statt 850. Das ist schon mal ein gewisser Unterschied und die Employment Rate, die ist ebenfalls allerdings niedriger. Also wie passt das zusammen? Weniger Leute arbeitslos, aber weniger neue Jobs hier. Das sieht alles ein bisschen eigenartig aus. Hängt natürlich immer davon ab, wer meldet sich denn überhaupt für neue Jobs oder gibt es dann welche, die sagen, pff, klappt eh nicht, kannst du eh knicken, jetzt einen Job zu suchen. Ich lasse es mal, ich melde mich erst gar nicht als arbeitslos oder ich sehe mich nicht als arbeitssuchend und dementsprechend da nicht in diese Statistik mit drin. Also insgesamt die Zahlen uneinheitlich, wenn man mal so will, aber zumindest mal durchaus mit Abweichungen von der Erwartung, teilweise ja deutliche Abweichungen von den Erwartungen. Wir sehen aber, dass die Arbeitsmarktdaten da sehr wenig dazu beigetragen haben aktuell, also sehr ruhiges Terrain. Eigentlich, muss ich gestehen, hätte ich ja erwartet, dass der Kurs zwar hier runter geht, darüber hatten wir ja gestern schon gesprochen, allerdings eher in so einem dreiwelligen Verhalten, irgendwie sowas in der Richtung. Das kann allerdings jetzt ja auch noch passieren, allerdings dann offensichtlich mit etwas mehr. Also das ist jetzt kein Versprechen, dass das passiert, aber so ein Szenario ist ja genau das gleiche wie das, was wir eingezeichnet haben, nur in einer etwas größeren Dimension. So in der Art kann das aussehen. Es ist nur ein Beispiel, also bitte jetzt nicht für bare Münze nehmen. Genauso sieht das aus, damit rechne ich jetzt heute Nachmittag. Aber es wäre eben durchaus klassisch, dass wir hier nach diesem relativ starken Rücksetzer eben nicht jetzt sofort weiter nach oben gehen. Ich würde das zumindest mal als nicht das ganz typische Bild erachten. Aber was weiß ich schon, ich mache das in so einer Situation folgendermaßen. Ich gucke mir einfach an, was kriegen wir denn jetzt hier? Und wenn das jetzt etwas ist, was ich erwarte, nämlich etwas Wackeliges, entweder A, B, C oder eben mehrfach wackelnd, dann weiß ich, naja, ich kann mich dann doch wohl auf die Short-Seite eher konzentrieren, sobald wir die letzten Zwischentiefs dann nochmal durchstoßen haben. Das wäre da der Hinweis dazu. Aber wenn der Markt jetzt doch sich eines anderen besinnt und sagt, boah, da kenne ich gar nichts, was weiß der Born schon und macht sowas, dann kann ich das schönerweise sofort voneinander unterscheiden, denn das sieht immer alles andere als wackelig aus. Im Gegenteil, sogar im sehr kurzfristigen Chart, ich will das jetzt nicht überstrapazieren, aber sieht die Abwärtsseite ja im Moment noch nicht wirklich dynamisch aus, während die Oberseite, die Aufwärtsseite hier zumindest mal latent fünffällig aussieht. Also da ist diese Kuh noch längst nicht vom Eis. Allerdings auf der sehr kleinen Ebene jetzt im 5-Minuten-Chart, ja, das könnte ja auch ohne weiteres noch mit den Gedanken passen, dass wir hier irgendwie sowas in der Richtung kriegen. Also da beißt sich das kleine und das mittlere Bild hier im Stundenchart ehrlich gesagt ja noch gar nicht. Also wir sehen, da ist noch einiges, was vor uns liegt. Es ist wieder vor dem Wochenende, deshalb die für einige bange Frage, was heißt denn das jetzt, mit was müssen wir denn jetzt ganz konkret rechnen? Sieht das jetzt gut aus oder sieht das eher nicht so toll aus, was wir da aktuell haben? Und hält sich das übers Wochenende? Und das ist für mich immer so ein spannender Punkt, zu gucken, trauen sich die Marktteilnehmer das Zeug übers Wochenende zu halten oder gibt es dann vor dem Wochenende doch noch Gewinnmitnahmen, die dann allerdings wahrscheinlich noch nicht jetzt sofort eintreten, sondern erst in der zweiten Tageshälfte des amerikanischen Handels, also für uns dann vielleicht ab dem Abend. Also geht der Kurs, oder machen wir es andersrum, je dynamischer der Kurs nach dem oder gegen Ende des Tages nach oben geht, desto eher sagen die Leute, ist egal, vor dem Wochenende, ich kaufe jetzt trotzdem noch. Und das ist eher ein Zeichen, dass die Marktteilnehmer glauben an das, was der Markt aktuell eben bringt. Wird das jetzt eher so eine, boah, ich traue mich jetzt nicht so richtig unter meinem Stein hervorzukriechen, dann ist das eigentlich ein Zeichen, da will sich keiner mehr festlegen, übers Wochenende keine Risiken eingehen. Die Abwärtsbewegung bleibt. Ihr seht, es ist ein ständiges Hin und Her, es ist ein permanentes Dranbleiben und immer wieder die Sicht revidieren auf das, was wir an neuen Informationen hier bekommen. Deshalb lade ich euch ein, da drauf zu gucken und selber ein bisschen Spaß mit den Märkten zu haben.
Wenn ihr sagt, alleine ist das immer doof, dann kann ich euch anbieten, guckt euch mal das Born for Trading hier an, einen Link hier unten drunter. Da habt ihr die Möglichkeit, dann von mir Nachrichten auch aufs Smartphone zu bekommen, sodass ihr auch intraday immer wieder mal informiert werdet, wenn es eine spannende Situation gibt, wenn es da irgendwas gibt, wo man sagen kann, Mensch, da, guckt doch jetzt mal drauf, an der Stelle ist vielleicht eine Long-Position, eine Short-Position oder was auch immer gerade drin. Es kostet nichts, also wer Spaß daran hat und zwischendurch auch mal informiert werden will, kriegt dann meine Videobeiträge direkt aufs Smartphone geschickt. Und ansonsten kann ich natürlich nur sagen, der Trade des Tages. Wenn immer wir etwas sehen, was wir attraktiv genug finden, um darüber zu schreiben und genügend Zeit haben, damit ihr es dann auch noch in Ruhe lesen könnt, bis dann die Situation einsetzt. Da stellen wir ja auch immer wieder Situationen vor, also ebenfalls nicht uninteressant. Ja, dann würde ich sagen, ran an die Märkte, da sehen wir uns gleich bestimmt noch. Ansonsten euch allen ein wunderschönes Wochenende. Nächste Woche sehen wir uns wieder.